Ja, guten Tag, mein Name ist Panagiotis Paskalis. Ich bin 59 Jahre alt, vom Beruf bin ich Rechtsanwalt. Mein Lebenslauf in drei Sätzen, das ist die Anforderung. Ich bin ein Migrantenkind, meine Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Die erste entscheidende Phase war die Integration in dieser Gesellschaft, Aufstieg durch Bildung, Abitur, Studium in Münster, Rechtswissenschaften, Philosophie, Soziologie, Geschichte. Ich bin als Jurist ins Berufsleben eingestiegen und habe juristische und auch Managerfunktionen in vielfältiger Weise wahrgenommen. Am Ende war ich dann politisch tätig. In Wuppertal war ich 2 Jahre Beigeordneter und nun kandidiere ich als Oberbürgermeister. Wenn ich nicht arbeite, ja, ich arbeite gerne und viel, aber wenn ich nicht arbeite, lese ich am liebsten. Ich bin ein Lesewurm, würde man sagen. Meistens stehen viele Bücher zum Abruf bereit, die nehme ich auch mit in den Urlaub. Und was ich sonst noch mache, fast täglich laufe ich mit meiner Frau, wenn es nicht anders geht, auch alleine den Boltenberg hier bei uns in Vohwinkel rauf und wieder runter. Das sind so ungefähr 8 Kilometer. Wuppertal für mich ist eine faszinierende Stadt. Wir sind 2012 hier hingekommen, weil wir ein schönes denkmalgeschütztes Haus hier in Vohwinkel erworben haben, meine Familie und ich. Und wir sind hier sehr glücklich. Ich habe selten eine Stadt gesehen dieser Größe mit so einer Vielfalt an Menschen, an Kultur, an Landschaft, an Eindrücken, an schönen und auch an weniger schönen. Also ich liebe Wuppertal. Ich finde, das ist eine tolle Stadt. Ich lebe hier sehr gerne mit meiner Familie. Meine Freunde sagen über mich: Bleib mal etwas locker und sehe die Dinge nicht so eng. Ich bin aber ein Idealist, so würde ich es nennen, allerdings auch ein pragmatischer Idealist. Das heißt, in meinem Berufsleben lasse ich auch gerne 5 Grad sein. Hauptsache, das angestrebte Ziel wird erreicht. Und ja, die letzte Frage, warum ich Oberbürgermeister werden will, das ist wohl die entscheidende in diesem Zusammenhang. Ich möchte Oberbürgermeister von Wuppertal werden, weil ich die Stadt A liebe und B viel von der Stadt erfahren habe und viel gelernt habe, wie diese Stadt funktioniert, insbesondere ihr politischer Apparat und ihr Verwaltungsapparat. Und da ist meiner Meinung nach einiges im Argen. Ich weiß, was im Argen ist und ich weiß auch, wie ich es wieder zurechtdrücke. Und da baue ich auf die Bürgerschaft der Stadt Wuppertal. Die Wuppertaler Bürgerinnen und Bürger sind sehr aktiv, sehr agil und wir können hier einiges auf die Reihe bringen.